Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine Themennacht heute und das Thema heißt die Schattenseiten der Pornografie. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die in welcher Weise auch immer negative, schlechte, schlimme Erfahrungen gemacht haben mit Pornografie. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer, Anruferin heute ist Lucy und Lucy ist 29 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Lucy. Negative Erfahrungen mit Pornografie. Ja, und zwar geht es bei mir darum, dass meine Schwester Pornos macht. Die macht Pornos? Ja. Das heißt, die ist Pornodarstellerin? Genau, ja. Wie alt ist sie? Sie ist 35. Mhm. Und wie lange macht sie das schon? Seit 5 Jahren. Ja. Hat sie das gleich von Anfang an so offen erzählt oder seid ihr irgendwie auf die Schliche gekommen? Nein, also das ist durch eine Freundin von ihr gewesen. Mhm. Die hat, die macht das schon länger als sie. Mhm. Und die hat gesagt, ja, probier's mal, das ist ganz in Ordnung. Und ja, dann hat sie es halt probiert, es hat ihr auch Spaß gemacht. Und halt meine Nichte leidet sehr darunter, die ist 14 und wird in der Schule dadurch gehänselt. Ach so. Weil halt, wie haben die das in der Schule denn rausbekommen? Ja, und zwar hat sich der Bruder von einen Klassenkameraden, den Porno ausgeliehen von ihr, aus der durch Zufall, durch Zufall. Ja, genau, ja. Durch Zufall. Mhm. Und dann haben sie gesehen, wie sie sie halt von der Schule abgeholt hat. Ja. Und von daher wussten sie dann halt, dass sie... Also wirklich ein richtig dummer Zufall. Genau, ja. Die Jungs holen sich ein Porno, sehen da eine Frau und erkennen diese Frau wieder als die Mutter von einer Klassenkameradin. Genau, ja. Mhm. Also sie wird Das heißt, deine Schwester hatte ihrer Tochter das vorher von sich aus nicht erzählt? Nein. Nee. Mhm. Nein, also die war auch furchtbar geschockt, wie sie das gehört hat. Und Und wie geht jetzt deine Schwester damit um? Was sagt sie zu ihrer Tochter? Gar nichts, also das ist ihr egal. Also ihr geht es nur um ihr Spaß. Also, ist denn die Schwester auch in einer Beziehung noch? Ja, die ist verheiratet, aber ihr Mann lässt sich jetzt scheiden von ihr. Aber nicht deshalb nur, oder deshalb, weißt du das? Ja, deshalb auch. Hat aber auch noch andere Gründe. Und, ja. Redest du denn offen mit deiner Schwester darüber, was sie da macht? Nicht so, weil ich finde es nicht gut, was sie macht. Und sie hört mir sowieso nicht zu, von daher, sobald man davon spricht, macht sie die Ohren zu. Mhm. Also quasi aus dem einen Ohr rein, aus dem anderen wieder raus. Ja. Was hat sie vorher beruflich gemacht? Vorher hat sie gar nichts gemacht. Also sie war die Hausfrau und Mutter. Ach so. Gibt es denn noch weitere Kinder? Nein. Es gibt dieses eine Mädel. Mhm. Genau, ja. Hast du denn auch schon mal einen Pornofilm von deiner Schwester gesehen? Nein, also ich finde Pornofilme sowieso schrecklich, aber ich meine, ich muss ihn mir ja nicht angucken, Gott sei Dank. Nee, klar, aber es hätte ja sein können, dass es einfach so ein Interesse ist, mal sehen, was meine Schwester da überhaupt macht, um vielleicht noch eine... Hallo? Jetzt ist Lucy weg. Manno, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Hoffentlich haben wir keine Probleme mit unserem Computer. Dann machen wir mal weiter mit... Carsten, 22. Ja, hallo Domian. Und in der Nähe ist auch Steffi, stimmt das? Genau. Die auch 22 ist. Genau so ist es. Und wir unterhalten uns über die Schattenseiten der Pornografie. Ja, genau so ist das. Warum hast du zu dem Thema angerufen? Und zwar ist es so, ich und meine Freundin, wir sind Webcam-Stripper und Stripperin im Internet. Ah ja, so was Ähnliches hatte ich gestern schon. Ja, genau. Wir haben seine Sendung gesehen. Also, ich muss es, glaube ich, immer doch nochmal erklären mit diesen Webcams, weil so viele Leute das vielleicht noch nicht so kennen. Mhm. Ihr habt zu Hause eine kleine Kamera stehen.
Also wir haben mehrere Kameras. Oder mehrere kleine Kameras. Ja, genau. Und schaltet quasi euer Bild, euer Fernsehbild, euer Kamerabild ins Internet rein. Genau. Ne? Und man kann sich das anschauen und muss wahrscheinlich dann dafür irgendwie Kohle locker machen, natürlich. Ja, die Kunden. Die Kunden, ja, ja. Na klar. Und das geht alles über eine Plattform. Das ist so eine Plattform im Internet. Ja. Genau. Du machst das zusammen mit Steffi, mit deiner Freundin. Ja, also wir arbeiten bei zwei Firmen. Ach so. Und das ist so, dass bei einer Firma meine Freundin unter eine Kategorie geht, unter Live-Dates, und ich gehe unter Gays, obwohl ich gar nicht gay bin. Ach so, gemeinsam strippt ihr dann nicht vor den Kameras? Doch, das machen wir bei der anderen Firma. Da gehen wir unter, also da sind wir Pärchen und da haben wir auch Sex miteinander vor der Kamera. Ah, also strippen ist so ein bisschen freundlich ausgedrückt. Mhm. Es geht dann auch härter zu. Also härter, also wir machen kein SM oder so. Nee. Nee, so hart muss es noch nicht sein. Ich meine härter im Sinne, es gibt auch Geschlechtsverkehr. Ja. Also, und wenn du alleine vor den Kameras bist und die Jungs dich angucken, onanierst du auch? Ja, mit Tricks dabei. Was heißt das, mit Tricks? Also, man kann so ein paar Tricks machen, also die sagen, steck dir jetzt mal, also wenn ich das so sagen darf, den Finger in den Ja, wir verstehen rein, schon. Und, so, ne? Ja. Und dann knickt man einfach den Finger und tut so, ob man es macht. Ne? Aber es kommt unter Umständen zu einer Erektion, die du auch zeigst. Ja, ist klar, ist auch schon mal vorgekommen. Ist auch schon mal vorgekommen. Ja. Zarte 22 seid ihr? Genau. Ach, gib mir doch mal die Steffi eben, bevor wir beide uns weiter unterhalten. Ja, einen Moment. Carsten, ja, okay. Ja, hallo Domian. Hallo Steffi. So, jetzt weiß ich schon so grob, was ihr macht. Ja. Du machst auch alleine strippst du vor der Kamera und mit Carsten zusammen. Ja, genau. Ja. Wenn du alleine davor bist, geht es dann so weit, dass du masturbierst vor laufender Kamera? Nein, also ich tue eigentlich nur so. Also die bleiben bei mir nie so lange drin, dass es dazu kommt. Also die sind gleich sofort wieder weg. Also die Kunden quasi? Ja, genau. Gibt es denn da nicht Tricks, das haben wir ja gestern gehört, dass du die auch länger so bei der Stange halten kannst, damit du dann eben auch mehr Geld verdienst? Doch schon, aber das klappt nicht immer. Ja. Das ist, wie soll ich das beschreiben? Die meisten kommen rein, zieh dich aus und dann bist du dabei und dann sind sie schon wieder weg. Und du machst das auch bei dir in deiner Wohnung, in deinem Zimmer? Genau. Mhm. Und Carsten auch? Ja. Ja. Wie lange machst du das? Wie lange macht ihr das schon? Also mein Freund macht das jetzt seit 2 Jahren und ich seit anderthalb ungefähr. Ja. Und ihr beiden habt dann auch, das hat Carsten gerade erzählt, auch Geschlechtsverkehr vor den laufenden Camps? Ja, ist richtig. Ist das nicht seltsam, als Paar sich dann da so darzustellen? Das ist doch so eine intime Situation eigentlich? Ja, das ist richtig. Und das ist auch der Grund, das ist auch die Schattenseite davon, weil also unsere Beziehung, die leidet da sehr drunter. Mhm. Auch im sexuellen Bereich, auch... Wie lange seid ihr schon ein Paar? Oh, 2 Jahre, 2,5. Ach so, dann ist ja, also 50% der Zeit wart ihr auch dann schon tätig in dem Gewerbe, ne? Ja, genau. Kann man so sagen. Hm. Wie ist es denn eigentlich damals dazu gekommen, dass ihr das macht? Oh, ich glaube, mein Freund ist da irgendwann mal drauf gestoßen. Ja. Auf diese Seite, wo er angefangen hat. Und er hat sich da eigentlich angemeldet, ohne dass ich das erst mitgekriegt habe. Ja. Und wie fandst du das dann, als du es mitbekommen hast? Och, ich fand das erst eigentlich ganz lustig. Ich habe dann oft zugeguckt und ja. Aber dann war das ja noch eine weitere Entscheidung, dass du sagst, okay, ich mache es auch. Ja, das kam aber erst eine Weile später. Mhm. Weil ich erst gedacht habe, nee, das machst du nicht. Und, Und ich könnte mir vorstellen, dass die dritte ganz große Hürde dann war, zu sagen, okay, wir machen dann auch richtigen Sex vor laufender Kamera. Ja. Wir beide. Mhm. Wolltest du das oder hat Carsten dich mehr da so überredet oder ein bisschen reingezogen in das Ganze? Teils, sage ich mal. Also es ist halt, das Geld brauchen wir. Ja. Und genau aus dem Grund, jetzt nach 2 Jahren, dass so ist, dass wir uns dann nur noch vorher sitzen, weil wir das Geld unbedingt brauchen. Ja. Was macht ihr denn sonst so vom Beruf? Ja, wir machen sonst, bekommen wir halt Sozialhilfe. Mhm. Und ja. Wie wär's denn mal mit einer ordentlichen Arbeit? Vielleicht mit einer Ausbildung oder mit einfach Jobben gehen? Ja, es ist da schlecht, was zu kriegen im Moment. Ja, ihr seid jung.
Habt ihr denn eine Ausbildung? Also ich habe 2 Jahre gelernt. Mhm. Ich habe sie dann abgebrochen, als ich ihn kennengelernt habe. Ja, was hast du gelernt? Fleischereifachverkäuferin habe ich gelernt. Du hättest gar nicht mehr lange dann gebraucht, ne? Nee. Schön dumm. Ja, ich weiß. Und was ist mit Carsten? Hat der was gelernt? Nein. Auch nicht. Also ihr kriegt Sozialhilfe und nebenher dann Geschichten? Mhm. Ja. So, jetzt hast du gerade was sehr Ernstes gesagt. Unsere Beziehung, irgendwie unsere Sexualität ist nicht mehr so ganz in Ordnung, seitdem wir das machen. Ja, das ist richtig. Beschreib mir das mal ein bisschen näher. Warum? Ja, also es ist teilweise schon so, dass wir da halt so 7-8 Stunden vorsitzen. Mhm. Täglich? Ja. Täglich? Ja. Wow. Und oder länger, sagt er im Hintergrund. Ja, genau. Mhm, ja. Manchmal auch länger. Und dann ist irgendwann der Zeitpunkt, dann schaltest du ab und dann willst du eigentlich nichts mehr hören und sehen. Mhm. Ihr wohnt zusammen auch in einer Wohnung? Ja, ja. Ja, ja, und was machst du denn beispielsweise, wenn Carsten alleine zugange ist? Was machst du? Guckst du ihm immer jedes Mal zu oder bist du in einem anderen Zimmer oder was machst du? Nein, es ist teilweise so, dass er schon morgens davor sitzt, ein paar Stunden und in der Zeit da wasche ich Wäsche oder sonst irgendwie. Mhm. Wie oft kommt es vor, dass ihr richtigen Sex vor der Kamera habt? 3-mal die Woche. Mhm. Und habe ich das gerade so richtig verstanden, dass ihr aufgrund dieser Tätigkeit, die ihr da ausübt, eigentlich gar keine Lust mehr habt, richtig so für euch alleine Sexualität zu genießen? Ja, ja, genau. Mhm. Gibt es deshalb auch Streitereien zwischen euch? Spannung? Ja, doch. Also da leide ich schon bald mehr drunter als er. Also es geht dann manchmal sogar schon so weit, dass ich dann deprimiert dann irgendwann anfange zu weinen und dann versucht er mich da schon so ein bisschen aufzumuntern, aber... Ist es das wert, Steffi? Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich würde sagen, ganz eindeutig nein. Wenn ihr eure Beziehung dadurch gefährdet und eure Sexualität auch eigentlich kaputt macht oder kaputt gemacht habt, finde ich, sind alle Alarmsignale eingeschaltet, das sein zu lassen. Naja, also ich würde es also liebend gerne von heute auf morgen aufhören damit, aber es ist das Geld, was dann fehlt. Mhm. Wir haben zusammen ein Kind, was auch noch... Wie viel verdient ihr denn da im Monat? Oh, 1.500 netto ungefähr. Gibst du mir den Carsten mal wieder? Ja, mache ich. Danke. Mach's gut, Domian. Tschüss, Steffi. Ja? Das finde ich sehr, sehr bedenklich und sehr ernst, Carsten, was Steffi gerade erzählt hat. Ja. Das ist ja für dich nichts Neues. Ihr werdet ja sicher oft darüber reden. Ja, genau so ist es. Mhm. Also wir liegen abends im Bett und reden sehr oft darüber. Ist es denn für dich auch so? Geht's dir letztendlich auch so an die Nieren, wie es Steffi gerade von sich aus beschrieben hat? Ja. Also zum Teil ja. Also im Prinzip hast du keinen Bock mehr drauf? Nein. So ganz ehrlich gesagt? Ja, also ich habe eigentlich keinen Bock mehr drauf. Ich würde liebend gerne eigentlich aufhören. Ja. Und du würdest auch von deinem Gefühl her auch sagen, das tut unserer Beziehung nicht gut und es tut auch unserer Sexualität wirklich nicht gut. Ja, würde ich eigentlich sagen. So, Carsten. Obwohl wir wo wir angefangen sind, hatten wir eigentlich noch Spaß daran. Gut, aber die Zeiten sind ja nur vorbei. Wir reden ja von jetzt. Ne? Ja, genau so. So, Carsten, ich finde, dass es da überhaupt gar nichts zu diskutieren gibt. Du kannst mir jetzt auch nicht kommen mit dem Geld. Ich nehme das ernst, wenn du sagst, dass wir wenig Geld haben. Mhm. Aber du solltest auch ernst nehmen, dass man eigentlich mit 22 sich auch irgendwie auf den Arsch setzen sollte und irgendwas tun und unternehmen müsste. Mhm. Hast du einen Schulabschluss? Ja, Haupt. Haupt. Aber keine Ausbildung. Mhm. So. Da solltest du dich drum kümmern und ihr euch drum kümmern. Und wenn ihr erstmal weniger Kohle habt demnächst, irgendwie wird es schon gehen, bis ihr wieder Fuß gefasst habt. Mhm. Willst du dein Leben lang irgendwie dich so nur so durchschlagen? Nein, das eigentlich nicht. Ja, also. Noch ist die Chance da. Ich meine, mit 22 ist alles noch möglich. Das ja, es ist ja auch noch so, dass ich auch noch Telefonsex auch noch mache mit dem Kerl, ne? Also über nur 90 Nummer, weil da habe ich auch eine eigene und so, ne? Und das steht dir wahrscheinlich auch bis hier mittlerweile. Ja, ja. Vor allem also, zu denen du auch noch heterosexuell bist. Ja. Und es ist auch noch so, dass da auch viele Perverse drunter sind, wenn ich das jetzt mal so ausdrucken kann. Also Carsten, ich habe jetzt kein super Rezept, wie man jetzt mit optimal Kohle da rauskommt. Ihr werdet schon Opfer bringen müssen und erstmal auf Kohle verzichten. Aber ich finde, das ist es wert. Ihr seid eine Familie, ihr habt ein Kind, ihr habt Verantwortung zu tragen. Das stimmt, aber wir haben ja auch noch unsere Schulden, die wir auch irgendwie abzahlen müssen. Wie hoch sind denn die Schulden? Über 15.000 Euro. Ja,
Warst du schon mal bei einer Schuldnerberatung? Da sind wir im Moment dran. Ja, also das gehört auch dazu. Einfach mal einen Plan machen, alle Informationen sich reinholen und dann versuchen, wirklich in ein neues Leben reinzugehen. Ich finde, dass es das wert ist, nach dem, was ihr erzählt habt. Hm. Toi, 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 alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Carsten. Bis dann, ciao. Juhu. Max, 18, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Max. Ich höre dich nur ganz leise, könnt ihr da was machen? Ja, geschieht in diesem Moment. Dankeschön. Also. Mein Problem ist, dass ich ein Pornokonsument bin. Ja. Seit ungefähr 8 Jahren. Ich bin jetzt 18. Wie bitte? Seit 8 Jahren? Ja. Mit 10 Jahren hast du angefangen, Pornos zu gucken? Ja. Aber keine Filme. Ich habe mir damals Illustrierte von Kiosken geklaut. Also so richtige Hardcore-Sachen? Nein, noch kein Hardcore damals. Aber so Sexillustrierten? Ja. Ja. Wie alt warst du, als du deinen ersten knallharten Porno gesehen hast? Oh Gott, 11,5. 11,5? Ja. Wie bist du da rangekommen? Über Freunde. Hat man so Freunde mit 11 schon? Ältere Freunde, ja. Ja? Also aus den höheren Klassen, die dann halt mal bei Partys oder sowas, mit denen man gequatscht hat und dann irgendwann, ja. So, nun bist du schon im hohen Alter von 18. Ja. Das heißt, da liegt schon eine richtige Pornokarriere hinter dir, Pornokonsumentenkarriere. Sozusagen, ja. Wie viele Filme guckst du dir so in der Woche an? In der Woche? Oder am Tag? Also, ich habe, sagen wir mal 10 pro Woche. 10 pro Woche, das heißt, jeden Abend wird da ein Porno eingeworfen? Mindestens, ja. Mindestens? Ja. Also, das sind jetzt nur die Filme, Bilder und was ich noch alles aus dem Internet kriegen kann, kommt dann noch dazu. Ist das immer verbunden mit Onanieren, jedes Mal? 90%. Ja. Mhm. Hast du denn eine Freundin auch zurzeit? Zurzeit nicht, nein. Hattest du mal eine Freundin? Ich hatte 4 Beziehungen, wovon 2 daran gescheitert sind, dass ich also innerhalb der ersten Woche meiner Freundin an die Wäsche gegangen bin. Mhm. Wie lange haben denn diese, wie lange hat denn die längste Beziehung von diesen 4 Beziehungen angehalten? 3 Wochen. Ah ja, das ist nicht lang. Mhm. Haben die Mädels das mitbekommen, dass du so pornomäßig drauf bist? Ja, also ich sag mal, daran gingen auch eigentlich alle Beziehungen zugrunde. Mhm. Dass ich halt ziemlich schnell dabei war, wegzukommen. Ja, du wolltest dann genau das so schnell machen, was du immer in den Filmen siehst. Ganz genau, ganz genau. Eigentlich bist du ein gutes Beispiel dafür, was übles Pornografie gerade bei ganz jungen Leuten anrichten kann, ne? Ja. Bei Kindern. Du warst ja Kind, als du angefangen hast, das zu konsumieren. Genau. Was würdest du denn so für dich formulieren, was das Schlimmste ist, was dieser Pornokonsum bei dir kaputt gemacht hat? Was das Schlimmste ist, dass ich keine gesunden Beziehungen mehr aufbauen kann. Mhm. Also ich bin, in Gedanken bin ich ständig dabei, mir Sex mit allen möglichen Leuten, die ich auf der Straße sehe, auszumalen. Ja, das ist ja dann doch schon. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Sexualität dann nur, wenn man so früh in so einer Weise daran gewöhnt wird, nur in den Kategorien eines Pornofilms im Kopf auch abläuft. Ja. Ne? Das vielleicht genau. so das ist mein größtes Problem. Ja, das leichte Erotik. Gibt's nicht mehr. Gibt's gar nicht. Es ne? gibt gar keinen Vorspiel. Es geht nur direkt zur Sache. Mhm. Genau. Ja, übel. Ja. Und du gibst wahrscheinlich auch noch viel Kohle dafür aus. Natürlich. Nein. Nein? Gar nicht. Aber du musst dir die Filme doch irgendwie ausleihen oder runterladen? Oder? Die kann man sich aus dem Internet runterladen. Umsonst? Nein. Also, ich sag mal, ich habe eine DSL-Flatrate, die kostet nicht viel im Monat und die Filme an sich, die kriege ich umsonst. Ja. Mhm. Ah, na gut, wie auch immer du das anstellst. Du hast ja doch eine ziemlich selbstkritische Haltung dazu, ne? Ja. Also ich weiß ja auch, was mit mir nicht stimmt, aber ich krieg's nicht in den Griff. Ja, aber vielleicht ist jetzt auch noch mit 18 ist noch früh genug, die Notbremse zu ziehen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, wenn du das so weitermachst, sagen wir mal die nächsten 3, 4, 5 Jahre, dass du dann so kaputt bist in Sachen Sexualität, dass überhaupt nichts mehr läuft, überhaupt nichts mehr passiert. Ja, aber ich komme nicht davon los. Sex ist im Grunde für mich wie, also Pornografie ist für mich wie Fernsehen gucken oder wie irgendwas anderes Alltägliches. Kann ich es noch drastischer ausdrücken, dass Pornografie für dich wie eine Sucht ist? Kannst du sagen, ja. Hm? Also ich komme von der Schule nach Hause und das Erste, was ich mache, ist mir ein Porno angucken. Was würde passieren, wenn ich jetzt sagen würde, pass mal auf, Max, ich ziehe jetzt deinen PC ein, alle Filme, die du hast, alle Bilder,
nichts, alles weg aus deinem Leben, was mit Pornografie zu tun hat. Was wäre dann los mit dir? Da hättest du schwer zu schleppen. Na gut. Wahrscheinlich. Ich lasse einen großen LKW kommen. Ja. Spiel das mal durch. Wie würdest du dich dann fühlen? Also, wenn wir die Pornografie aus meinem Tagesablauf rausnehmen, dann ist da praktisch nur noch die Schule und dann wäre es, ja. Dann wäre eigentlich gar nichts mehr los. Mhm. Traurig, ne? Ja. So ist der Ablauf, dass du von der Schule nach Hause kommst und dir direkt irgend sowas reinziehst? Ja, genau. Ich mache meinen PC an, hau mir ein Porno rein und was weiß ich, mache irgendwas nebenbei. Haben dich deine Eltern dabei schon mal erwischt oder kriegen die das mit? Oh Gott, also die Wände sind hier ziemlich dünn. Ich würde sagen, meine Mutter bekommt es mit, aber sie hat noch nie irgendwas gesagt. Mhm. So, jetzt muss irgendwas passieren. Ja. Irgendwas muss passieren. Ich glaube, also nach meiner laienhaften Einschätzung, nachdem das so programmiert ist bei dir schon, wenn du mit 10 Jahren damit angefangen hast, dass da nur eine professionelle Hilfe irgendwas ausrichten kann bei dir. Mhm. Ich möchte, dass du jetzt mit meinem Psychologen ein paar Worte redest. Okay. Ich glaube, dass das auch der richtige Weg wäre, dass du eine Beratung suchst, eine professionelle Beratung. Mhm. Ich habe fast die Vermutung, dass du das alleine nicht schaffst. Ja, das sehe ich auch selber. Ja, und wie man das macht und wo man hingeht und so weiter, sagen wir dir gerne. Das heißt, mein Psychologe, der Peter, der heute Nacht hier ist. Okay. Du legst bitte auf und Peter ruft dich an. Danke, Domian. Alles Gute, Max. Vielen. Tschüss. Markus, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, ich Markus. Ich bin der Markus aus Thüringen. Ja. Und mein Problem ist, ich habe eine Schwester. Mhm. Die ist zu einer Ausbildung als Restaurantfachfrau nach Johann-Georgenstadt gezogen. Nach Johann-Georgenstadt? Wo ist das denn? Das liegt an der Grenze in Sachsen zu der Tschechei. Aha, Johann-Georgenstadt, hört sich schön an. Ja, ist eigentlich nicht auch eine schöne Stadt, ich war dort mal. Und da muss die dann irgendwie angefangen haben, in der Tschechei Pornos zu drehen. Mhm. Und hat sich dort HIV eingefangen. Und das hat so ziemlich unsere ganze Familie auseinandergerissen. Ist deine Schwester denn akut erkrankt schon? Nein, also ist noch nicht ausgebrochen. Aber das ist ja schon mal positiv. Aber das macht die fertig. Die ist psychisch total heruntergekommen. Wie lange hat sie das denn in Tschechien gemacht? Ungefähr ein Jahr. Hat sie das damals euch, der Familie, erzählt oder geheim gehalten? Das hat sie geheim gehalten. Erst als die Krankheit aufgetreten ist, hat sie uns das gesagt. Mhm. Also, soweit ich dich gerade verstanden habe, ist sie noch nicht aufgetreten, aber sie ist HIV-positiv. Genau. So. Hat sie denn, nachdem sie hat dann offensichtlich einen HIV-Test gemacht, hat sie euch das sofort gesagt und hat sie sofort auch diese Tätigkeit an den Nagel gehängt? Mit der Tätigkeit hat sie natürlich sofort aufgehört und uns sofort gesagt, meine Schwester hat es erst meiner Mutter erzählt, weil sowohl ich als auch meine Schwester, wir hatten schon immer ein besseres Verhältnis zu unserer Mutter. Ja. Damit will ich auch nicht sagen, dass mein Vater jetzt irgendwie schlecht ist, oder? Und die hat das auch ziemlich gelassen hingenommen. Und als es dann mein Vater gesagt hat, also der ist so ziemlich ausgerastet, der hat erst mal vor Wut rumgeschrien und hat sich dann halb weinend zurückgezogen. Ist denn das Verhältnis jetzt zwischen der Schwester und dem Vater zerrüttet? Ja, also es ist kein richtiger Kontakt mehr. Ich meine, wenn man sich sieht und so, man begrüßt sich noch und es ist nicht so, dass man sich jetzt komplett aus dem Weg geht. Aber es gibt keine Gespräche mehr oder keine... Also es sind schon Spannungen in der Luft oder du hast es gerade ja auch am Anfang so gesagt, dass es irgendwie schon etwas zerrüttet ist, irgendwie alles. Genau. Ja. Hast du mit deiner Schwester offen über dieses Thema gesprochen oder geht das auch nicht so? Ja, also das geht mir ja insbesondere nahe sehr, weil meine Schwester, die war immer nett zu mir, die hat mir immer geholfen in der Schule und so. Und bis dahin. Hat sie dir denn das erklärt, warum sie das gemacht hat? War es jetzt einfach nur die Geilheit nach dem schnellen Geld? Ja,
Oder hatte sie Schulden oder was war der Grund? Oh, von Schulden weiß ich erstmal nicht. Mhm. Ich glaube, ich konnte mir das am Anfang auch überhaupt nicht erklären, weil meine Schwester ist gut aussehend und die hatte dort eben auch eine Lehre und auch finanziell wird die von uns eigentlich gut unterstützt, genau wie ich von meinen Eltern. Also, also sie hat es nicht richtig dezidiert erklärt. Nein. Weißt du denn, wie viel Kohle sie da verdient hat? Hat sie das erzählt? Mir nicht. Ich glaube, es hat so 10.000 auf D-Mark damals noch, jetzt 5.000 Euro pro Film, glaube. Und die Tatsache, ich meine, das ist ja ein großes Thema, auch ein gewichtiges Thema bei der Herstellung von Pornografie, dass sie nicht geschützt diese Arbeit gemacht hat. Nein, das ist auch, wenn ich das... meine Mutter hat sich so einen Film mit ihr angesehen. Ja, hat die Mutter gemacht? Ja. Ich war da auch dabei, aber lange durchgehalten habe ich es nicht. Und meine Mutter saß dann zurückgehalten da und hatte die Hand gehalten. Und mein Vati war da weg, weit weg. Also. Es war natürlich nicht geschützt, ne? Nein. Nein, gar nichts. Das ist leider Gottes ja bei vielen pornografischen Produktionen so. Und ein großes Thema und großes Problem. So, jetzt ist deine Schwester HIV positiv. Was für ein Leben führt sie im Moment? Hat sie wieder versucht, ihre Lehre weiterzumachen oder was tut sie? Die Lehre macht sie weiter. Ihr Freundeskreis hat sich, muss man sagen, durch ihre Verantwortung so ziemlich aufgelöst. Sie lebt total zurückgezogen. Hat seitdem auch keine Beziehung mehr gehabt oder sonstiges. Weil sie dieses auch offen erzählt hat, auch im Freundeskreis, und dadurch haben die Leute so reagiert und haben sich von ihr abgesetzt. Nein, sie wollte sich selber zurückziehen, wie aus Scham, aus ganz großer Scham. Mhm. Sie hat immer weniger Kontakt gehalten und gefnägt. Und sie hat auch keinen Freund im Moment? Nein. Nee. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass sie eine Lehre gemacht hat als Fleischer-Fachverkäuferin. Nee. Nee? Als Restaurantfachfrau. Ah, als Restaurantfachfrau. Dann habe ich mich gerade getäuscht. Wie wird es weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich mache mir einfach nur große Sorgen um meine Schwester. Das, die richtet sich psychisch zugrunde. Die, wie fröhlich die früher war und auch wie nett immer. Die ist eigentlich nur noch niedergeschlagen. Ich würde fast sogar schon sagen, depressiv. Also, ich würde deiner Schwester ja dringend empfehlen, und das kannst du ihr vielleicht auch weiterreichen, dass sie auf jeden Fall mal Kontakt mit einer AIDS-Hilfe aufnehmen sollte in eurer Gegend. Wird es ja irgendwo bei euch auch geben. Habt ihr da eine Telefonnummer? Können wir dir gerne geben. Die haben wir hier auch. Dass sie zumindest mal einen Anlaufpunkt hat zum Reden, und da wird sie mit Leuten zusammentreffen, die in ähnlicher Weise betroffen sind und so weiter. Das kann nur gut sein und ihr mir helfen. Wir machen es mal so, Markus. Du legst auf, wir rufen gleich nochmal an und geben dir mal eine oder vielleicht auch noch ein paar Telefonnummern, die deine Schwester... Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, ganz kurz bitte. Da würde ich gerne den Randolph, den Benjamin, den Robert, den André grüßen und meinen Onkel Hans-Jörg, der hat mir da in der Zeit eigentlich immer viel geholfen und mit mir gesprochen. Gut. So, du legst auf, wir rufen gleich nochmal an, Markus. Alles klar. Alles Gute und schöne Grüße an deine Schwester. Tschüss. Danke. Sven, 30 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sven. Die Schattenseiten der Pornografie heißt unser Thema. Ja, ich habe das dann eben schon dem Kollegen erzählt. Also es ist so, dass das bei mir recht früh anfing, so mit 13, 14. Ich dann, weil mein Bruder dann damals der Hälfte gefunden habe. Und ich das ja eigentlich auch irgendwie ganz toll fand. Und ich mir das dann immer häufiger irgendwie so angucken musste. Und dann bin ich auch irgendwann in die Berufsausbildung gekommen, da war das schon relativ ausgeprägt, und ich habe dann irgendwann dann nach meiner Gesamtprüfung dann da auch meine Arbeit verloren, weil dieser Zwang also nun recht ausgeprägt war, mich da selber zu befriedigen, und das doch immer ausgefallener geworden ist, wie ich mich denn da befriedigt habe. Moment, aber deshalb hast du nicht deine Arbeit verloren? Ja, das war so, dass wenn ich dann morgens aufgewacht bin, anstatt dann zur Arbeit zu gehen, wie man das eigentlich normalerweise sollte, oder halt auch zum Dienstbeginn, ich dann mir Hefte angucken musste, oder ich habe mir Filme angucken müssen, oder ich... Und das heißt, du bist dann zu spät zur Arbeit gekommen, oder was? Ja, ich bin vermehrt zu spät zur Arbeit gekommen und bin dann mehrmals abgemahnt worden, weil ich habe dann immer gesagt, ich habe verschlafen. Ja, was war das für eine Arbeit?
Ja, ich habe damals in einem großen Werk gearbeitet, in der Metallverarbeitung, bin dann aufgrund, weil ich dieser mehrmaligen Verschlafens dann rausgeflogen bin. Und das steht auch in den Papieren und bin ich auch dann sehr lange sehr unzuverlässig gewesen, habe häufig die Arbeitsstätten dann wechseln müssen. Also das ist ja schon mal verrückt. Auch früh angefangen zu konsumieren, Pornografie, deshalb sogar den Job zu verlieren. Wie ist es heute? Heute bist du 30. Ja, ich halte mich jetzt mit Hilfsarbeiterjobs über Wasser, nicht? Ja. Zurzeit fahre ich jetzt Pakete aus und ich habe davor irgendwo im Lager gearbeitet. Und ja. Und wie ist es in Sachen Pornografie? Ja, also ich konsumiere schon noch regelmäßig und vielleicht auch nicht so unbedingt wenig, aber ich bin mittlerweile so weit zu sagen, dass ich es vielleicht irgendwo schon im Griff habe. Mhm. Wie kann man sich denn deinen Konsum vorstellen? Wie oft guckst du dir täglich oder wöchentlich solche Sachen an? Oh, das ist, das ist immer dann so abhängig so von meiner Stimmung, so von der innerlichen. Davon gehe ich aus, ja, aber so ungefähr. Naja, also wenn ich dann morgens aufstehe, also dann muss ich schon mal gucken oder ich wähle mich ins Internet ein und gucke da denn irgendwo. Oder, also schon täglich? Täglich, aber nicht, dass ich mir den ganzen Tag mir das angucke, sondern vielleicht dann nur über einige Stunden oder sowas. Und, na gut, aber nur über einige Stunden ist natürlich auch schon heftig. Das heißt, es vergeht im Prinzip kein Tag, wo du nicht Pornografie konsumierst. Ja, so kann man so sagen. Hast du eine Beziehung? Nein. Hattest du mal eine Beziehung? Na, ich weiß nicht, ob man 4 Wochen Beziehung nennen kann. Eigentlich nicht so richtig, nee. Eigentlich überhaupt nicht. Das heißt also, du hast mit deinen 30 Jahren noch keine längere Beziehung gehabt? Nee, nie länger als 4 Wochen. Mhm. Siehst du da auch einen Zusammenhang zwischen dem heftigen Pornokonsum? Ja, ich habe mir mal vorgestellt oder auch versucht, das dann umzusetzen oder auch mit den Frauen das zu gucken. Und entweder war da nicht die richtige bei oder ich bin eben halt auch so durchgeknallt, dass das eben nichts wird, weil das ist ja vielleicht irgendwo schon ganz schön anormal, nicht? Mhm. Also das ist ja so ähnlich wie das, was gerade Max erzählt hat, der erst 18 ist, der auch gesagt hat, ich bin eigentlich beziehungsunfähig und bei dir ist es ja noch viel noch schwerwiegender, weil du schon 30 bist. Ja. Dass diese Pornografie dein Denken über Sexualität, Erotik so degeneriert hat, dass du gar nicht mehr, ich sag es mal, normal an eine Frau rangehen kannst, weil du nur in den Kategorien Pornosex denkst. Ist es so? Ja, so ist es eigentlich überwiegend. Also ich würde gerne mal eine Frau kennenlernen, mit der kuscheln, vielleicht einfach essen gehen oder zusammenleben, nicht? Mhm. Aber das ist irgendwie ist das nicht möglich, weil sich meine ganzen Gedanken dann immer darum drehen, wie kriegst du sie ins Bett und was veranstaltest du mit der? Aber da das dann alles nicht so richtig klappt. Du erzählst das so, Sven, so als sei es schon selbstverständlich. Es ist doch eigentlich schlimm, oder? Ja, was heißt selbstverständlich? Ich muss damit leben. Nee, du musst nicht damit leben. Naja, also zurzeit muss ich erstmal mit leben und das irgendwie in den Griff kriegen. Wie versuchst du das denn in den Griff zu kriegen? Oder wie hast du schon versucht, den Griff zu kriegen? Ja, ich habe versucht, mir Hobbys zu suchen und Ausgleich oder mir auch versucht, mal andere Dinge anzugucken oder mit dem Auto einfach durch die Gegend fahren. Und also das Hobby im Moment ist im Prinzip nur Pornos gucken oder dein Leben besteht aus Arbeiten und Pornos gucken. Mal überspitzt ausgedrückt. Ja, und gelegentlich dann nochmal Fußball spielen in dem Verein, wo ich bin, aber das ist auch nicht sehr zukunftsträchtig. Ich fahre nun auch kaum zum Training und ja, aber das ist ja alles schlimm. Ich meine, das ist ein guter Ansatzpunkt, den du gerade selbst genannt hast, dass du einfach dir auch andere Tätigkeiten suchst, wo du in ganz verschiedener Weise halt auch noch aktiviert oder aktiv sein kannst. Ja, ich versuche das zumindest, um das irgendwie selber in den Griff zu kriegen oder sowas, nicht? Aber hast du das Gefühl, dass du es eigentlich nicht kannst, dass du zu schwach dafür bist oder dass sich das schon so eingeschliffen hat, das Ganze? Vielleicht fehlt mir eher der Mut, um da vielleicht auch mal einen konsequenten Schlussstrich zu ziehen oder dass da jemand ist, der mich vielleicht auch einfach an die Hand nimmt, obwohl ich ja nun auch mit 30 irgendwo vielleicht so ein halbwegs gestandener Mann bin. Eigentlich solltest du es alleine können. Andererseits aber würde ich es auch gar nicht verwerflich finden, wenn du sagst, ich kann es nicht alleine. Also vielleicht brauche ich da schon jemanden, der mir irgendwie hilft. Also nicht unbedingt einen Lebenspartner oder zum Beispiel einen guten Freund, aber selbst sowas habe ich nicht. Ne? Ich habe keinen guten Freund. Aber es könnte ja zum Beispiel auch, das habe ich Max gerade auch gesagt, in deinem Fall wirklich, wie gesagt, halte ich es noch für gravierender, weil du älter bist. Es könnte auch ein Psychologe sein, jemand in einer Beratungsstelle, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt und dir sagt, pass mal auf, mach so und so und so und den hast du als festen Ansprechpartner. Würdest du dich darauf einlassen auf sowas? Nicht, also da bin ich noch nicht so reif zu. Also ich möchte das eigentlich nur mal erstmal gerne wieder selber probieren, das irgendwie in den Griff zu kriegen oder so. Nicht? Na gut, Sven, aber dann musst du es auch tun. Die Gefahr besteht nämlich wirklich, ich halte die Gefahr für ganz groß, dass du dich immer mehr vereinsamst und dass du vollkommen beziehungsunfähig bist.
sehr beziehungsunfähig bist du schon, wenn du mit 30 Jahren das noch nicht weiter als 4 Wochen geschafft hast, mit diesem Hintergrund, mit diesem pornografischen Hintergrund. Ich finde, dass das wirklich das höchste Eisenbahn ist, dass etwas passiert. Und wenn du es alleine nicht schaffst, in den nächsten 1-2 Jahren, würde ich dir wirklich dringend einen Therapeuten empfehlen. Dringend. Naja, ich wollte wissen, dass andere davor waren, dass sie dann eben halt in diese Schiene abrutschen, nicht? Und ja, das ist ehrenwert von dir. Um das eben zu erzählen, was dann passiert. Und mit 30, ich bin vielleicht zwar irgendwo noch jung, aber hab dann ja doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also halt vor allem mit diesem Problem. Und, ja, und die Aussicht, die nächsten 30, 40 oder 50 Jahre, wie alt du werden magst, nur vor Pornofilmen zu sitzen, ist ja nun mehr als traurig und schrecklich und erbärmlich. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Es geht dein Telefon gerade. Ja, das war was anderes. Ja. Aber das ist erbärmlich, ne? Das ist eine schreckliche Vision eigentlich. Ja, natürlich ist das schrecklich, aber also ich versuche schon mal darüber zu reden. Mhm. Ist das, gut, dann war das jetzt ein Anfang hier, was wir gemacht haben. Ich versuche das jetzt. Also das heißt, kann ich als Anonymer erstmal anrufen. Ja, ist klar. Ich bin natürlich ganz froh, mir das mal so von der Seele zu reden, um einfach mal zu erzählen, wie scheiße das ist. Und das also Sven. Für mich schon irgendwo relativ befreiend jetzt erstmal. Na gut, dann ist das vielleicht so ganz ehrlich. Ganz kleiner Anfang, das Gespräch. Jetzt versuchst du in Eigenregie noch mehr zu unternehmen, um davon wegzukommen. Und wenn du es nicht schaffst, ist einfach mein Rat, dass du dir irgendwann, du musst es entscheiden, wann du den Zeitpunkt für richtig hältst, dir wirklich professionelle Hilfe suchst. Mhm. Ne? Alles Gute. Ich danke. Mein Lieber. Tschüss. Ich danke. Sven, ciao. Ciao. Die Schattenseiten der Pornografie heißt unser Thema heute Nacht und ich möchte gerne mit Menschen reden, so wie ich es ja gerade auch schon getan habe, die negative Erfahrungen, Erlebnisse haben mit oder hatten mit Pornografie, mit pornografischen Werken, mit dem Pornografiegeschäft. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 oder die E-Mail-Adresse 1livedomian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Maren. Hallo Maren, 37 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hi, guten Morgen. Hallo Maren. Morgen. Was hast du mit Pornografie zu tun? Ja, also ich persönlich habe mit Pornografie gar nicht so viel zu tun, aber mein Mann hat sehr viel mit Pornografie zu tun. Mhm. Inwiefern? Wir sind seit etwas über zehn Jahren verheiratet, ja. Zwei Kinder. Ja. Und ich habe also so kurz nach der Geburt des ersten Kindes mitgekriegt, dass er so Pornos guckt. Mhm. Das habe ich vorher so nicht mitgekriegt. Wie hast du das mitgekriegt? Hast du ihn erwischt dabei? Nee, nicht erwischt. Also es kam so auf, ne, dass er sagte, ich habe ein Porno geholt, lass uns mal. Ach so, ja. Er hat das ganz offen gesagt sogar. Ja, ja, das war ganz offen. Mhm. Und dann habe ich auch ein paar Mal mitgeguckt. Das wollte er auch, dass du mitguckst. Ja, klar, sonst hätte er mich nicht eingeladen. Ja. Also das war ein offenes Angebot sozusagen. Ja. Ja, fand ich dann aber nicht so toll, also hat mich nicht so angeturnt. Mhm. Ne, hat mir auch nichts gemacht. Mhm. Aber also nach dem zweiten Kind zumindest hat es mich dann gestört. Dass er sich das alleine anguckt? Ja. Also dass er sich überhaupt anguckt, ob mit mir zusammen oder alleine. Also nachdem du dann gesagt hast, hier, das ist nichts für mich, hast du denn dann gemerkt, dass er das alleine schon ab und zu macht? Ja, ja, das habe ich da dann schon gemerkt. Hat er sich das denn nur einfach so angeguckt oder hat er dabei dann auch onaniert? Nee, das hat er nicht. Das hat er nicht? Hat sich nur Stimmung geholt und ausgelebt dann bei mir. Das war auch in Ordnung eigentlich. Ja. Mhm. Also unser Sex war so immer gut. Mhm. Aber die Tatsache, dass er sich eigentlich aus den Filmen holte, störte mich schon. Störte mich vor allen Dingen, nachdem also auch meine Figur nach der zweiten Geburt ein bisschen aus den Fugen gegangen war und ich mich also auf keinen Fall mehr so attraktiv fühlte wie diese Darstellerin. Mhm. Mhm. Das heißt, man vergleicht, man hat das Gefühl, dass er vergleicht. Ne? Ja. Da sind die jungen, schlanken, kranken Frauen in den Filmen und man ist selbst dann halt nicht mehr so perfekt. Obwohl mein Mann eigentlich das nicht behauptet. Mhm. So, ne? wie ist denn, kann ich ihm nicht vorwerfen. Wie ist der Stand der Dinge jetzt ganz aktuell? Er guckt die Dinge immer noch an. Ja, tut er. Mhm. Und immer noch so in dieser Spielart, dass er sich da den Appetit quasi holt und ihr dann miteinander schlaft? Ja. Oder hat es bei euch nachgelassen? Nee. Das nicht?
Nee, das ist, also eigentlich ist alles in Ordnung. Mhm. Nur es nervt trotzdem. Mhm. Er kümmert sich gut um die Kinder, er macht auch beim Haushalt mit. Also ich kann mich eigentlich gar nicht beklagen. Sonst ist die Ehe auch wunderbar in Ordnung? Ja. Ja. Wir können über alles reden, wir diskutieren, wir können streiten, wir können uns vertragen. Ja. Aber es ist, ja, kann ich gar nicht sagen, wie ein Dorn in der Pfote. Ja, wirklich. Aber er geht auch, ich frage es nochmal, um es wirklich auch ganz klar zu haben, er geht auch immer noch ganz offen damit um. Du weißt alles, wann er sich das holt und wann er sich das anguckt und so. Das ist alles ist nicht kein Geheimnis. Ja, ich habe Wechseldienst, aber ich merke sofort, wenn er ein Porno gesehen hat oder nicht. Ja. Weil er dann schärfer drauf ist, oder wie? Ja, natürlich. Ja? Ihr seid 10 Jahre verheiratet, sagst du. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Oder seid ihr ein Paar? Also wir kennen uns schon ewig lange. Ja. Wir haben uns so in der Sandkiste kennengelernt. Ach so. Wir hatten dann schon andere Beziehungen dazwischen. Also am Anfang, ne, wenn man so pubertiert irgendwie, da hatten wir ganz andere Beziehungen. Na gut, aber wie lange seid ihr eigentlich ein Paar? Seit 17 Jahren. 17 Jahren? Ja. Seit 17 Jahren seid ihr ein Paar? Ja. So, Marian, jetzt sage ich dir mal was. Von Mann zu Frau, dass ich das eigentlich ganz in Ordnung finde, was da abgeht. Nach 17 Jahren, das ist eine stolze Zahl, wenn man 17 Jahre zusammen war. Wenn du sagst, dass ihr euch gut versteht, dass ihr eine tolle Ehe habt, dass ihr euch lieb habt, dass ihr sogar auch nach 17 Jahren noch tollen Sex miteinander habt und dass dein Mann offen damit umgeht, der hintergeht dich nicht, der guckt nicht heimlich Pornos, der geht nicht in irgendwelche Pornoshops und guckt sich da was an und onaniert dabei, sondern es ist alles ganz offen. Er holt sich nur so ein bisschen Appetit bei dir. Bei den Filmen und geht dann zu dir. Ich finde, da sollte es ein bisschen großzügiger sein. Und er sagt ja gar nicht mal, dass du ihm zu dick bist. Das ist ja mehr so, in deinem Kopf geht das ja ab. Ja. Also ich finde es wirklich nicht so ganz, ich finde es wirklich nicht schlimm. Ich dachte am Anfang erst, dass der das alles so hinter verschlossenen Türen macht, aber der geht ja nun ganz, ganz korrekt damit um. Nein, er geht schon sehr offen damit um. Ja. Lass ihm den Spaß doch, lass ihn den Kram doch angucken, wenn er da Spaß dran hat und Lust drauf hat. Solange er sich dir gegenüber korrekt verhält. Und das tut er ja, so hast du es beschrieben. Ja, ja. Ja. Also ich finde, also weißt du, wenn du so, auch, dass es mich schon kränkt, dass diese Darstellerinnen alle so viel besser aussehen als ich. Aber Mann, wie viel Frauen auf der Straße, wenn ihr gemeinsam auf die Straße geht im Sommer, wie viele junge Frauen gibt es, die auch dünner sind als du und auch vielleicht auch besser aussehen als du? Es ist halt so. Da muss man damit leben. Und ich finde, da kannst du doch auch selbstbewusst damit umgehen. Ich meine, du hast immerhin 2 Kinder auf die Welt gebracht. Ja, ja, und seine. Bitte? Seine. Ja, eben. Ja, ja. Und du kannst stolz sein auf die tolle Beziehung, die ihr habt. Also da würde ich mich gar nicht so klein machen. Also, na und, da bist du halt ein bisschen dicker. Und er scheint dich ja wirklich nur wirklich zu begehren, wenn das im Bett so gut läuft. Das kann er ja nicht spielen, so lange Jahre. Nee, das stimmt. Also, ich meine, das kann ist, ich mich auch wirklich nicht beklagen. Das finde ich das wichtigste Argument. Der begehrt dich offensichtlich wirklich noch voll und ganz. Und ob du ein paar Pfunde mehr hast, der findet dich auch geil. So muss man es ja sagen. Sonst hätte der keinen Spaß mehr dran. Sonst würde der vor dem Porno sitzen und onanieren und würde denken, ach, lass die Maren Maren sein. So wär's. Nee, das tut er nicht. So. Und wenn die Frauen da ein bisschen schöner aussehen, na und, egal. Na gut. Denk mal an deine Vorzüge, die du hast. Aber da kannst du aber auftrumpfen. Jetzt sitze ich am Telefonhörer und strahle. Ja, siehst du. Also ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde, das kriegen wir hingebogen, wenn du da ein bisschen, vielleicht ein bisschen toleranter wirst. Also meinst du, ist gar keine Schattenseite? Nee, finde ich nicht. Also dieses finde ich wirklich nicht. Ja, okay. Ne? Ja, gut, dann bin ich zufrieden. Alles Liebe, alles Gute. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, unsere heiße Nummer hier. Kostenfrei für euch, kostet euch keinen Cent. Matthias ist jetzt hier. Der ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Matthias. Ja, ich rufe deshalb an, weil ich einen Bruder habe, der pornografiesüchtig ist. Mhm.
Du hattest ja jetzt schon zwei Anrufer, die so ein bisschen erzählt haben, dass sie eben schon darauf angewiesen sind, könnte man sagen. Ja, kann man sagen. Sven, der Letzte auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber das gibt es auch richtig als Sucht. Also durchaus vergleichbar auch, was den Kontrollverlust angeht oder auch die Auswirkungen im finanziellen Bereich angehen. Also ähnlich vergleichbar mit einer chemischen Sucht wie Alkoholismus oder eine Drogensucht. So, jetzt erzähl mal ein bisschen von dem Bruder. Wie alt ist er? Ja, der ist ein bisschen älter als ich. Das genaue Alter möchte ich jetzt nicht so gerne sagen. Also ein bisschen älter als du. Du bist 47, 41. Ja. Wie lange macht er das schon? Konsumiert er? Also er hat es mir gestanden sozusagen, indem er mir einen Brief geschrieben hat vor 10 Jahren. Mhm. Seitdem hat es sich bei ihm auch schon gebessert, weil er seitdem in eine Selbsthilfegruppe geht. Ach, das gibt es auch. Es gibt Selbsthilfegruppen für anonyme Sexsüchtige, nennt sich das. Achso, ich dachte nur für Porno. Nee, das gibt es nicht. Mhm. Also man muss dann wohl zu so einer Selbsthilfegruppe hingehen für anonyme Sexsüchtige, aber da gehen eben auch Leute hin, die jetzt wie in diesem speziellen Fall speziell pornografiesüchtig sind. Interessanter Hinweis. Schon mal, ja? Genau, also was die beiden Anrufe vorhin, die waren ja noch sehr jung, 18, 19, die so exzessiv Pornografie 18, da konsumieren, wäre das vielleicht für die auch ein ganz nützlicher Tipp, dass es solche Selbsthilfegruppen gibt. Und ich weiß von meinem Bruder, dass das ähnlich weit vernetzt ist wie bei den anonymen Alkoholikern. So, das hatte der vor 10 Jahren gestanden, dass er so drauf ist. Hat er da schon geschrieben, wie lange er das schon macht? Vorher? Nee, so richtig hat er das nicht, aber er meinte, das wäre schon sehr früh, hätte sich das schon so schleichend angekündigt, also eigentlich schon in seiner Jugendzeit so ein bisschen. Und so richtig los ging das wohl in der Zeit, als er dann, ja, so ins nach dem Abitur, glaube ich. Ja. Was findest du von außen betrachtet, das Schlimmste, was mit deinem Bruder vorgegangen ist, durch diese Pornografiesucht? Also für mich ist es eben schlimm, wenn er mir davon erzählt, dass ich dem so hilflos gegenüberstehe. Mhm. Also ähnlich wie wenn mein Bruder jetzt ein Junkie wäre oder ein Alkoholiker. Naja, ich meine so die Auswirkungen auf sein Leben. Stichwort Beziehung. Hat er eine Beziehung oder nicht? Nee, hat er eben nicht. Also ich denke auch, dass das miteinander zusammenhängt. Glaube ich auch, ja. Also ich denke, also er hat so eigentlich gar kein sexuelles Leben, sondern das beschränkt sich alles nur auf diese Pornografiesucht. Mhm. Das heißt, er ist in einem mittleren Alter und ist eigentlich völlig einsam. Also er hat wohl Freunde, aber eben... Aber keine Liebe. Es gibt keine sexuellen Beziehungen in seinem Leben. Ja. Er lebt seine Sexualität nur vor dem Fernseher aus oder vor Heftchen oder vor dem PC? Ja, er geht immer in diese Videokabinen. Oder in die Videokabinen, was ja noch schrecklicher irgendwo ist. Ne? Ja, und wie gesagt, das kostet sehr viel Geld. Mhm. Und ähnlich wie bei Leuten, die jetzt meinetwegen Junkies sind... reißt ihn das finanziell richtig rein? Man muss sich mal vorstellen, also dass er damit mehrere Stunden drin verbringt. Das kostet ein paar hundert Euro. Hast du da so einen Überblick, wie viel Geld er da im Monat ausgibt für? Das weiß ich nicht. Es ist wie gesagt jetzt so, dass es sich schon durch diese Selbsthilfegruppenbesuche gebessert hat. Mhm. Und er jetzt, vielleicht so alle 3-4 Monate wird er mal rückfällig. Ja. Ach so, dann ist es ja schon mal ganz gut. Also es hat sich wohl gebessert im Gegensatz zu früher, aber ganz weg ist er noch nicht davon. Also ich glaube auch, das haben wir gerade auch schon gehört, dass so eine furchtbare Auswirkung hat auf die eigene Sexualität. Ja. Ne? Und auf die Fähigkeit, sexuell mit einem anderen Menschen umzugehen. Nämlich diese Fähigkeit wird völlig zerstört oder degeneriert auf Dauer. Aha. Ne? So beschreibst du es ja auch von deinem Bruder. Bist du da sehr offen mit ihm, er mit dir auch? Erzählt er da auch Details oder nicht so? Also ich weiß eben nur, dass er in diese Videokabinen geht und sich da diverse Filme anguckt. Und es war wohl ziemlich offen, als er es mir damals in diesem Brief gestanden hat. Mhm. Er hat es wohl vorher jahrelang verheimlicht, da wusste es niemand, auch aus der Familie keiner und aus dem Freundeskreis. Wissen wohl auch bis heute nur sehr wenige Leute. Ja, also, aber das war schon mal ein sehr interessanter Hinweis von dir, dass man sich bei diesem Problem auch an Selbsthilfegruppen richten kann, die sich beschäftigen mit allerlei Sexsucht und sexuellen Dingen. Ja, vor allen Dingen, dass es eben wirklich eine Sucht ist. Und in diesen Selbsthilfegruppen, da geht es wohl genauso zu wie bei anderen Selbsthilfegruppen mit diesem 12-Schritte-Programm. Ja. Also die Leute müssen sich wirklich eingestehen, ich bin süchtig. Ja. Genauso wie das ein Alkoholiker muss oder auch ein Junkie oder so. Hast du selbst auch schon mal Pornos konsumiert? Also ganz selten, gelegentlich. Mhm. Also ich selber habe da irgendwie nicht so ein Interesse dran. Ich habe aber kurioserweise mal vor 10 Jahren in einem Pornokino gearbeitet. Ach so. Aber
Nur also, aber da kam nicht dein Bruder ab und zu rein? Der war tatsächlich damals mal, das ist noch länger her, ich habe vor 15 Jahren da, glaube ich, mal angefangen, das war so ein Studentenjob damals für mich, war ich Filmvorführer und mein Bruder hat mich mal tatsächlich mal besucht und kam dann in dieses Kino rein, aber damals wusste ich überhaupt noch nichts von seiner Pornografie so. Da war er wahrscheinlich sehr, sehr froh, dass er die verwandtschaftliche Beziehung hat zu diesem Pornokino und da umsonst reinkommt vielleicht. Ja, nee, er hat dann da nicht irgendwas konsumiert, sondern war nur mal da und hat dann so getan, als wenn das alles ganz neu für ihn. Aha, mal auch mal ein Pornokino von innen gesehen und dabei, also kannte er das natürlich. Ja. Du warst da Vorführer, du hast diese Filme eingelegt. Ja, genau. Früher, das waren noch so richtige Filme wahrscheinlich, ne? Kassetten. Das waren früher 35mm Filme später wurde das durch Videoprojektion abgelöst. Ja. Es kann natürlich auch sein, wenn man sowas professionell oder als Job macht, dass man da nach einer Weile so angeödet ist und sich da nichts mehr regt. Ne, das ist wohl wahr. Also nach einer Weile wird das doch ziemlich reizlos. Ja. Und vor allen Dingen ist die Atmosphäre auch nicht unbedingt so schön in dem Kino selber. Man sieht es mit anderen Augen, wenn man dann da sauber machen muss, auch mal zwischendurch und so. Also ich kann auch bis heute nicht verstehen, wie mein Bruder überhaupt in so einer Videokabine überhaupt sich irgendwie antören kann, weil ich musste die also dann ab und zu mal sauber machen und so. Und das ist für mich persönlich so ziemlich der letzte Ort, wo ich mir vorstellen kann, irgendwelche Gefühle zu kriegen. Ja. Kann ich mich anschließen, was du sagst. Lieber Matthias, danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Und, wie gesagt, also auf diesen Suchtaspekt wollte ich nochmal da hinweisen. Ja, das ist ein richtiger Hinweis. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Tobias. Und Tobias ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Tobias. Ja, bei mir ist es so, also ich rufe auch zu diesem Thema an und zwar möchte ich da vielleicht, das ist auch vielleicht ganz gut als Abschluss dieser Sendung, ich schäme mich eigentlich sehr für das, was ich tue. Ich bin Erotikunternehmer, ich habe verschiedene Internetseiten. Mit 19 Jahren schon? Ja, mit 19 Jahren, das ist ungewöhnlich, ne? Ja, finde ich schon, ja. Ja, es ist also so. Was heißt genau Erotikunternehmer? Ja, Erotikunternehmer heißt genau, also ich betreibe jetzt speziell im Pornogeschäft habe ich eine Internetseite, wo also das Ganze mit Livecams betrieben wird. Das scheint ja der absolute Trend zu sein, ne? Ich höre immer zu nur Livecams hier in der Sendung. Das ist richtig, genau. Ja. Im Moment geht das ein bisschen in Richtung Amateur und dort ist also, sagen wir, die Vorliebe ganz groß. Das heißt, du bist ein Anbieter und Betreiber. Richtig. Von diesen Seiten. Für dich arbeiten dann irgendwelche Frauen oder Männer, die vor den Camps diverse Dinge tun. Richtig, genau. So funktioniert das rein technisch. Mhm. Nun ist es natürlich so, ich habe hier schon eine ganze Menge Geschichten auch in deiner Sendung gehört. Für mich ist das jetzt wirklich die Frage, ist das schlimm, was ich tue? Vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Ich bin ja auch sehr jung noch. Ich bin noch ein bisschen in der Orientierung meines Lebens. Ich mache mir natürlich schon meinen Teil an Gedanken, wenn ich jetzt höre, dass es Menschen gibt, die damit ein so großes Problem haben. Ja. Hab allerdings, das muss ich ehrlich zugestehen, noch nicht sehr stark darüber nachgedacht, bevor ich heute deine Sendung gesehen habe. Ja, jetzt erzähl mir doch mal bitte, wie du im zarten Alter von 19 auf so eine Idee kommst, sowas zu machen. Also das fing an eigentlich damit, dass wir, ich bin also mit ein paar kleinen Kollegen zusammen mit 17, haben wir also angefangen im Internet Webseiten zu gestalten und irgendwann haben wir dann also wirklich einen recht großen Erotikauftrag bekommen und haben so ein bisschen, Blut geleckt, könnte man sagen, in dieser Erotikszene. Weil ihr wahrscheinlich auch gut Kohle verdient da? Richtig, genau. So sieht das also aus. Mein Alter verdiene ich, wenn ich das mit den Freunden vergleiche, relativ viel. Von daher ist das. Ist das dein Hauptjob oder bist du auch noch Schüler nebenher? Ja, also das ist ein ganz spannendes Thema bei mir eigentlich. Ich habe nämlich die Schule abgebrochen, nach der 11. Klasse bereits, weil das sehr viel wurde. Ich habe also dort wirklich mit dem Handy bin ich in den Pausen rumgerannt und das kann man sich ja vorstellen. Also ich habe unheimlich viel dort telefoniert, musste unheimlich viel managen. Also auf jeden Fall scheinst du ein kaufmännisches Talent zu haben. Oh ja, das sagen mir viele nach, aber ich kann das selbst nicht beurteilen, weil das Erotikgeschäft sprengt eigentlich all diese ganzen Vorsätze, könnte man sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu indiskret ist. Du musst das nicht beantworten. Wie viel verdienst du in diesem Geschäft im Monat? Darf ich das fragen? Ja, es ist, liegt bei mir zwischen 4.000 und 8.000 Euro im Monat. Ist so die Regel, die netto? Ich jetzt verdiene. Netto? Ja, richtig. Wow. Das ist natürlich 8.000 Euro netto im Monat für 19 Jahre ist natürlich Schweinegeld. Ne? Das ist richtig. Andererseits bin ich natürlich auch noch nicht sehr orientiert. Ich wollte auch genau wie du, wollte ich mal Radiomoderator werden. Ich habe da auch schon verschiedene
Sachen gemacht. Wollte ich mal, ist gut. Du kannst das ja alles noch werden. Du bist ja erst 19, das müssen wir ja sagen. 19 Jahre ist er erst alt. Mensch. Ja. Guckst du dir denn diesen ganzen Kram, den du da selbst anbietest, auch an? Ja, das ist nämlich, glaube ich, der zweite Aspekt dabei. Also ich bin, was das angeht, sehr, sehr abgestumpft. Ich habe also wirklich schon viel gesehen, muss ich sagen. Und von daher ist es natürlich auch in meiner eigenen Sexualität vielleicht etwas ja sehr eng, denn für mich ist genau der Aspekt, gilt natürlich für mich auch wie für alle anderen Anrufer, die vorher da waren. Ja. Ich bin natürlich, was das angeht, sehr verroht, könnte man sagen. Ja. Ja, sagst du von dir aus schon so, ja, so selbstanalytisch, ne? Ist ja, ja schon interessant und sehr, finde ich, hat Gewicht, wenn man das selbst so sagt. Ja, ehrlich. Ja, hast du eine Freundin oder einen Freund? Nein, im Moment habe ich keine Freundin, das schon nicht, aber ich habe mal auch eine Freundin gehabt oder ich habe auch öfter schon eine Freundin gehabt, also das, ja, war immer schon so ein bisschen problematisch bei mir, auch was das angeht, ist schon richtig, ja. Also die... Ich habe deinen Anruf jetzt so eingeordnet, als würdest du mit mir letztendlich so über die moralische Legitimation reden wollen, sowas zu machen. Richtig, denn letztendlich stehe ich ja im Prinzip auch dahinter, was wirklich all diese Menschen, die jetzt angerufen haben, da Problematiken haben. Ja. Ich fabriziere sie ja mit, muss ich natürlich für mich eingestehen. Also ich kann dir da ja nur so aus einer ganz persönlichen Warte antworten. Ich vertrete schon den Standpunkt, dass wir leben in einem freien Land und da muss es auch möglich sein, dass solche Produkte angeboten werden. Grundsätzlich erst einmal. Zum anderen könnte ich es, wenn ich mich jetzt in deine Situation hineinversetze, ich könnte es für mein moralisches Empfinden eigentlich auch nicht auf die Reihe kriegen, so etwas zu machen. Ich hatte ein ungutes Gefühl dabei. Ich will jetzt nicht mit der Moralkeule kommen. Ja. Aber irgendwie wäre mir auch unwohl dabei. Ja. Und vor allen Dingen nach dem, was wir auch jetzt schon gehört haben oder was ich immer wieder höre, es gibt eben so viele negative Dinge. Es gibt sicher aber auch ganz gute Sachen, dass Menschen sich da auch abreagieren können an diesen Produkten. Richtig, aber auf deine Person bezogen, du scheinst ja wirklich ein sehr pfiffiger Bursche zu sein. Oh, danke. Ja, wenn du so ein Ding aufgezogen hast, so jung, dann schaffst du das auch mit einem anderen Produkt. Da muss es nicht Erotik sein. Das ist richtig, wobei ich sehe praktisch in Erotik ja das einzige Geschäft, das muss man ja immer wieder sehen, was wirklich beständig bergauf geht, beziehungsweise nicht nur bergauf geht, sondern auch bestehen bleibt. Und das ist natürlich... Hast du recht, aber eine gute Nase, und die wirst du haben, wird dich auch irgendwo in ein anderes Marktsegment bringen, das auch eine Zukunft hat und wo man auch gut Kohle machen kann, wo man Erfolgserlebnisse haben kann. Sicherlich, ja. Hundertprozentig. Ich bin sicher, dass du das kannst. Ja. Und wenn du selbst schon so Bedenken hast, das allein ist, glaube ich, für mich schon ausschlaggebend genug, zu sagen, dann lass es sein. Und wenn du Bedenken hast, auch noch auf deine eigene Person bezogen, dass es deine eigene Sexualität irgendwie auch noch durcheinander bringt, lass es sein. Lass es sein. Ja, auch ein Gedanke, den ich ja schon sehr oft hatte, was das angeht, ehrlich gesagt. Die eigene Sexualität? Oder generell? Allgemein, das wirklich in dem Geschäft aufzuhören. Obwohl ich natürlich da auch sehr viel Erfolge verzeichnen kann. Ja, ja. Andererseits natürlich richtig, ja. Das stimmt. Ja, das ist natürlich verlockend, wenn man so Erfolgserlebnisse auch hat. Ja, aber wie gesagt, die hast du als Unternehmer, als junger Unternehmer, kannst du die woanders auch dir suchen. Das stimmt, ja. Wie reagieren denn eigentlich so deine nahen Menschen um dich herum? Deine Eltern? Ja, das war anfangs ein sehr großes Problem. Mein Vater hat mir da zu Anfang Zuhälterei vorgeworfen. Das ging also wirklich wirklich so her. Hing natürlich auch mit den Vorurteilen zusammen, die damit immer wieder zusammenhängen. Mittlerweile weiß eigentlich fast meine gesamte Umwelt recht gut darüber Bescheid. Es ist auch recht locker eigentlich. Also ich wohne in einer WG und meine Mitbewohnerin findet das mehr oder weniger sehr lustig eigentlich auch, das, was ich mache, und macht sich darüber häufig lustig, dass ich jetzt halt in meinem Zimmer sitze und Pornos gucke. Aber du machst es ja selbst nicht, ne? Du bist ja kein Darsteller. Also, überhaupt nicht. Nein, du bist nur der Manager im Hintergrund, ne? Richtig, also ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich von Pornos, wenn ich sie nicht beruflich sehen müsste, wirklich, kann man wirklich sagen, die Schnauze voll habe. Ging es denn schon mal so weit, dass du dachtest, okay, jetzt habe ich hier so einen guten Einstieg gemacht, ich könnte mich auch weiter so im Bereich der Prostitution beruflich betätigen? Nee, überhaupt nicht. Also bin ich auch, glaube ich, überhaupt gar nicht, weiß nicht. Ich bin auch, was das angeht, relativ verkrampft eigentlich. Ich glaube kaum, dass das ein recht guter Beruf für mich wäre. Also die Sendung ist vorbei. Ich fasse nochmal in einem Satz zusammen.
Nach dem Eindruck, den ich jetzt habe von dir, würde ich sagen, lass es sein. Ich glaube, dass es dir, deiner Seele, deinem Herzen und deinem Selbstverständnis viel besser tut, dich über kurz oder lang in einen anderen Bereich zu orientieren. Bin ich fast 100% sicher. Gut, ich werde das versuchen. Tobias, melde dich nochmal, wenn du irgendwas anderes gemacht hast. Ja, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute von uns in der Technik. Uwe Petersen und Annette Bastian. Morgen wieder mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.